Moin Leute, ich bin der Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute zum AKM Waffenguide. Und ich habe zuerst sogar eigentlich daran gedacht, diese CAR 556 zu machen, weil die eigentlich ganz cool ist. Aber es ist wieder eine Premium- oder Digital Deluxe Waffe und das haben eben noch nicht viele und deswegen lohnt sich das nicht, jetzt schon ein Waffenguide zu der Waffe zu machen. Lieber eine AKM, die eben jeder schon spielen kann. Und das ist eben eine Waffe für den Operator und standardmäßig erstmal nur für die Verbrecher verfügbar. Erst wenn man den Waffenschein hat, kann man die auch bei den Polizisten benutzen. Und das Besondere an dieser Waffe ist vor allem das Schadensmodell. Das beginnt mit 36 Schaden pro Treffer und fällt dann irgendwann auf 25 runter. Ist immer noch recht viel. Eben 3 Treffer im Nahkampf, um einen zu killen. Und auf weiterer Entfernung sind es dann noch 4 Treffer, was immer noch recht wenig Kugeln sind. Und vor allem, weil der Drop-Off so spät anfängt, bis 30 Meter machen wir einen 3-Hit-Kill in die Brust. Dann zwischen 30 und 50 Metern fängt der Schaden an zu fallen, bis wir dann bei 50 Metern natürlich diesen Minimalschaden von 25 haben. Aber was noch entscheidend zu wissen ist, der Startschaden liegt ja bei 36 und nicht nur bei 34 oder so. Das heißt, wir machen noch eine kleine Distanz nach 30 Metern immer noch einen 3-Hit-Kill in die Brust. Aber die Feuerrate muss ein wenig leiden. Mit 600 Rounds per Minute ist sie eben das langsamste Sturmgewehr und die Kugeln kommen eben nicht so schnell aus der Waffe heraus. Was aber gar nicht so üblich ist, zumindest im Vergleich zu Battlefield 4, ist die Magazingröße, weil die Waffe hat eben ein höheres Schadensmodell und dadurch muss meistens auch die Magazingröße leiden, aber nicht hier. In Hardline hat man trotzdem 30 plus einen Schuss, wenn man Magazinerweiterung benutzen würde, hätte man 35 plus einen Schuss. Die Nachladezeit ist etwas langsamer, nur das L85R2 würde noch länger nachladen, mit 2,65 Sekunden, wenn noch eine Kugel im Lauf ist, wenn die Waffe ganz leer ist, 3,37 Sekunden. Das ist eben schon ein bisschen länger, muss aber mal schauen, wann man so nachlädt, also am besten vorm Gegner direkt nachladen, wird letztendlich nicht gut ausgehen. Also bei den Stats ist sie wirklich schon richtig gut, ein super Schadensmodell, großes Magazin, da kann man wirklich ein bisschen was mit reißen. Dafür muss sie wahrscheinlich auch irgendwo ein bisschen leiden und das ist hier eben der Rückstoß. Der geht ganz stark nach oben rechts, das fällt auf jeden Fall auf. Da braucht man eventuell ein bisschen Übung, um das gut kontrollieren zu können. Vor allem auch der Multiplikator beim ersten Schuss liegt bei 3. Also der dreifache Rückstoß beim ersten Schuss ist sehr viel und da so, das eben eine Waffe ist, wo man auch gerne mal ein bisschen burstet immer wieder, merkt man das auf jeden Fall. Dafür ist die Präzision wieder ein bisschen besser, zumindest für die ersten Kugeln, die aus der Waffe rauskommen. So länger der Burst wird, desto ungenauer wird die Waffe, ist ja überall der Fall. Hier ist aber eben besonders auffällig, so länger der Burst geht, desto wirklich krass ungenauer wird die Waffe. Deswegen hier, Mini-Bursten ist schon stark zu empfehlen, trotz des erhöhten Rückstoßes. Und wenn man aus der Hüfte schießt, ja, ist sie ganz okay, fällt sie nicht besonders negativ auf, hat aber auch da keine besonderen Werte, die sie jetzt als gut dastehen lassen würden. Also insgesamt kann man sagen, ja, man muss mit dem Rückstoß eben ein bisschen umgehen können, dann kann man auch wirklich viel aus der Waffe rausholen. Und nun wollen wir noch die passenden Aufsätze zu haben. Erster beim Visier, ja, soll ich schon wieder Cobra sagen, aber ja, Cobra ist meiner Meinung nach immer das beste Visier. Das kann man auf der Waffe, gerade bei Mini-Bursten, sehr gut gebrauchen. Der nächste Slot ist nicht so wichtig, den kann man sogar leer lassen, weil eine Magazinerweiterung hat ja auch seinen Nachteil, der bei einer AKM schon merkbar ist und auch sehr störend sein kann. Der Laser eben im Nahkampf, gerade bei Hardline, wo man ja oft in den Nahkampf muss, ist vielleicht ein Laser schon mal zu gebrauchen. Ich habe ihn oftmals nicht drauf, aber vielleicht wäre die AKM halt, oder wie auch fast jede Waffe in Hardline, ist der Laser hier wirklich sehr effektiv geworden, einfach weil es so viele Nahkämpfe gibt. Dann habe ich den schweren Lauf und da habt ihr eventuell auch im letzten Aufsatzguide gesehen, was der so alles kann. Der senkt den Rückstoß, der erhöht die Präzision und das wollen wir hier. Klar, der senkt nicht so sehr den Rückstoß wie manch anderer Aufsatz, aber wirklich genügend. Das hilft auf jeden Fall. Dazu die erhöhte Präzision beim schweren Lauf. Kann ich eigentlich nur empfehlen. Aber man sollte trotzdem auch über die Mündungsbremse nachdenken. Die setzt zwar sehr starken Fokus auf Rückstoß nach links und rechts, der vielleicht hier nicht so großes Problem sein sollte wie der Rückstoß nach oben. Aber die Mündungsbremse hat jetzt ja einen neuen Effekt auch mit diesem der Streuungsrückgang, wenn ich einen Burst beende. Das war ja eigentlich nie ein Wert, auf den man groß geachtet hat. Aber jetzt natürlich bei einer Waffe, mit der man Mini-Bursten muss, ist vielleicht die Mündungsbremse auch gar nicht so dumm gedacht. Muss man wirklich mal abwägen, was man mehr mag. Ich bleib letztendlich aber beim schweren Lauf. Und beim Griff nehme ich letztendlich doch noch den angewinkelten Griff, weil eben der Rückstoß im ersten Schuss ziemlich hoch ist. Und den von 3 auf 2 zu senken ist sehr merkbar. Deswegen würde ich einen angewinkelten Griff bei der AKM schon empfehlen. Aber natürlich auch hier die anderen Griffe haben ihre Vorteile. Gerade der Rundgriff ist ja unfassbar stark geworden. Trotzdem mag ich den angewinkelten Griff auf der AKM schon ziemlich gerne. Und somit bekommt man eine wirklich starke Waffe. Natürlich spielt sie sich deutlich anders als eine M16 oder eine M416, muss sich eben umgewöhnen, klar, die sticht ein bisschen heraus, bekommt dadurch aber wirklich eine geile Knarre, holt euch auf jeden Fall die Goldtown und die sieht richtig gut aus.
Und das wäre es dann auch schon mit diesem Waffenguide. Wer sich das M16 oder auch das M416 wünscht, da habe ich mich mit Mashed 8 abgesprochen. Die beiden Waffen werdet ihr in nächster Zeit eventuell bei ihm sehen. Dafür geht es aber mir eben andere Waffen in dem Guide. Und nach Möglichkeit bin ich diesen Sonntag wieder bei Mashed im Stream. Letzten Sonntag, ja, da ging einiges schief, da hat Twitch ein bisschen Probleme gemacht. Hoffentlich können wir es diesen Sonntag gut nachholen. Und das war es dann auch mit diesem Waffenguide. Hoffentlich hat er euch gefallen. Daumen hoch ist immer ganz geil. Man sieht sich. Haut rein. Ciao.